Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mass Effect 2. So, im letzten Part haben wir die Mission von Jack gemacht, Subject Zero. Miranda quatscht momentan nicht mit uns, weil die beiden einen Zickenkrieg hatten. Und ich hab Bock, mit Jack zu quatschen und mit Tali zu quatschen. Mit Tali haben wir nach der Verratmission auch noch nicht gesprochen. Das holen wir jetzt nach. Tila, es tut mir leid, dass ich sie in die quarianische Politik mit reingezogen habe. Diese ganzen Grabenkämpfe und dann noch die Handlungsweise meines Vaters. Sie waren als einziger für mich da, Shepard. Mein einziger Schutz vor dem Sturm. Danke. Der ganze Prozess war eine Beleidigung. Man hätte ihnen Zeit geben müssen, ihren Vater zu betrauen. Ich glaube, es geht im Leben nicht darum, was man verdient. Aber mein Vater würde sich dadurch geehrt fühlen, dass meine Trauer um ihn darin bestanden hat, jede Menge Geth in die Luft zu jagen. Ich sollte zurück an die Arbeit gehen. Aber danke fürs Vorbeischauen. Okay, gut. Shepard, was kann ich für Sie tun? Das war jetzt irgendwie komisch. Können Sie irgendetwas tun, damit die Normandie gegenüber einem Schiff der Kollektoren im Vorteil ist? Meine Schildverstärkung wird sicher helfen, aber viel mehr kann ich leider nicht tun. Gibt es irgendwelche Probleme mit der neuen Normandie? Bitte, Shepard. Ich bin eine Quarianerin. Sie geben mir einen Haufen Schrott, eine Platine und ein bisschen Element Zero und dieses Schiff macht Präzisionssprünge. Ich hatte Sorgen wegen der Zusammenarbeit mit den Technikern von Cerberus, aber die wissen, was sie tun und waren bisher sehr höflich. Wie läuft die Normandie? Man kann über Cerberus sagen, was man will, aber vom Schiffsbau haben sie Ahnung. Die Normandie läuft besser als je zuvor. Ich weiß allerdings nicht, ob sie einem Angriff der Kollektoren standhält. Ich arbeite an einigen Ideen, die uns vielleicht helfen. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich muss wirklich dieses Triebwerk reinigen. Später vielleicht? Dann zurück an die Arbeit. Wir reden später weiter. Gut, die will nicht mit mir reden, dann halt nicht. Schauen wir mal ganz kurz jetzt noch zu Jack runter. Jack, jetzt komm schon. An jeder Kante bleibe ich hängen. Ich musste diesen Ort von der Karte löschen. Sie haben mich hingebracht und dafür schulde ich Ihnen was. Sie wissen nicht, wie das ist, Shepard, wenn man solchen Müll mit sich rumschleppt. Man wird davon mehr gezeichnet, als man es erwartet. Ich habe viele schwere Entscheidungen getroffen, Jack. Darunter auch, was man besser hinter sich lässt. Es ist schwer, sich zu lösen. Man möchte meinen, es würde leichter, jetzt, wo der Laden nur noch ein Krater ist. Aber was weiß ich schon. Glauben Sie, dass Sie sich verändert haben? Ich weiß, dass es diesen Ort nicht mehr gibt. Aber trotzdem will ich immer noch irgendwie jeden umlegen, der mir über den Weg läuft. Nichts für ungut. Sind Sie sicher? Ich tue mein Möglichstes, damit Sie wieder in die Spur kommen. Und bitte keine Therapiesitzung, Shepard. Sie sind nicht der Couch-Typ. Ich hasse das Zeug sowieso. Diese beschissene Knastpsychologie. Sie haben mir einen Gefallen getan und das reicht. Es war mehr, als ich erwartet hatte. Ich komme schon klar. Ja gut. Hat die auch irgendwelche Upgrades? Hey. Was halten Sie von Miranda und Jacob? Jacob weiß nicht, wer er ist. Ach, aber das ist nicht mein Problem. Miranda ist ein Cerberus-Miststück. Das wusste ich schon, bevor sie den Mund aufgemacht hat. Kann ich mit ihr reden? Erzählen Sie mir von sich, Jack. Es gibt nichts mehr zu sagen. Kommen Sie später wieder. Na gut. Ich sollte jetzt gehen. Okay. Reden wir später. Wenn keiner mit mir reden will, dann gehe ich halt wieder. Ist kein Problem, Leute. Dann gehe ich. Ganz einfach. Nein, da ist Tali, mit der haben wir es schon versucht. Gut. Dann gehen wir mal hierher. Schauen wir mal, ob unsere gute Psychologin nochmal mit uns quatschen will. Na, Kelly. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Viel Glück da draußen. Gut, dann schauen wir mal ganz kurz ins Tagebuch. Grunt und Mordin sind heute dran, also einer davon zumindest. Das heißt, wir müssen nach Tuchanka. Und ich weiß auch, wo Tuchanka ist. Natürlich nicht. Ich könnte jetzt hier rein hypothetisch noch ein bisschen Ressourcen sammeln, aber ich habe gerade ehrlich gesagt absolut gar keinen Bock. Moment, doch,
Mal schauen. Eine Sache fällt mir nämlich gerade noch ein. Wir haben das letzte Mal ein Forschungsdingens noch gekriegt. Oh, was war das denn? Das ist mir wurscht. Biotischer Schaden 4 von 5. Ja, komm. Ja, klar. Kann ich jetzt dadurch die Schilde machen? Nein, kann ich nicht. Ich glaube, das war's aber auch. Ja, das war's. Alles klar. Gut, dann nach Tuchanka. Ja. Massenportal. Und zwar Tuchanka. Komischen Flug. Komische Flugroute, die wir da gewählt haben. Grunt helfen und Mordin helfen. Finde ich gut, dass ihr euch geeinigt habt, dass das alles auf einem Planeten ist. Sehr nett von euch. Na dann, landen wir mal. Schauen wir mal, wem wir als erstes helfen können. Ich meine, für Grunt müssen wir nur mit irgendeinem Anführer reden und der muss uns dann bestätigen, dass Grunt in der Pubertät ist oder irgend sowas. Keine Ahnung. So. Die ist nicht mehr loyal. Oha. Das finde ich jetzt nicht gut. Ach, Outfitwechsel. Ja, nee, die lassen wir schon oben ohne. Also, dass die jetzt nicht mehr loyal ist, das finde ich jetzt gar nicht gut. Grumpeldi-dumpeldi-du. Ne, das finde ich wirklich nicht gut. So eine Scheiße. Ja, das finde ich jetzt echt scheiße, dass die nicht mehr loyal ist. Wenn sie Arbeit suchen, sind sie auf dem falschen Dampf. Halt stehen bleiben, Alien. Sind sie Shepard von der Nord? Ja, bin ich. Der Clanführer will mit Ihnen sprechen. Reden Sie bald mit ihm, Alien. Sollten wir beschließen, dass Sie nicht willkommen sind, werden Sie das kurz vor Ihrem Tod noch erfahren. Okay, die sind mal wieder alle hyper, super sympathisch. Gehen Sie mit Ihrem Anliegen zum Clanführer. Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir sollten vielleicht wirklich erstmal das mit... Eines Tages kommen wir von diesen Felsbrocken runter und zeigen den Turianern, wer der Boss ist. Die haben Haustiere. Ganz richtig. Wir schälen ihnen die Schuppen ab und werfen sie bei lebendigem Leib in Pinejacks zum Fraß vor. Ha! Die sind echt übel drauf, Leute. Die Chiffrierung der Berichte des Erdnard-Clans ist simpel. Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clanführer um Hilfe bei Grunts Problem zu bitten. Ja, machen wir. Mann, der Planet schaut scheiße aus. Hier sollte echt jemand aufräumen. Warst du da, als das Lager der Frauen letzte Woche die Kinder rübergeschickt hat? Wo ist der Clanführer? Na, vielleicht gehen wir noch kurz shoppen. Ich hatte wegen eines Angriffs der Varen zu tun. Jetzt lass mich um die Kante drum. Sie wollen nichts von meiner Ware kaufen, Mensch. Sie würde ihnen den Magen aufreißen, als hätten sie Messer verschluckt. Nett. Guter Varen. Sitz. Okay. Grüße, Mensch. Mein Name ist Rudge. Sehen Sie sich doch mal meine Waren an. Jeder, mit dem ich rede, findet es furchtbar, dass Aliens bei den Erdnut sind. Außer Ihnen. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, zahlende Kunden zu verprellen.
Ich mache genug Außenweltgeschäfte, um zu wissen, dass Aliens wie Sie mehr Credits haben als die Leute hier. Was haben Sie auf Lager? Größtenteils Lebensmittel und Getränke, die für Menschen giftig sind. Grünkohl ist hier sehr beliebt. Aber spielen Sie nicht den Harten. Es würde Sie innerlich zerreißen. Außerdem habe ich noch Waffen, Altmetall und Nahrungsmittel, sofern die Pijacks sie nicht gestohlen haben. Viel ist nicht übrig. Schauen Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Mhm. Was zum Teufel ist ein Pijack? Außenweltungeziefer. Wie Affen, sagen die Menschen. Sie kommen und klauen Nahrungsmittel, Grünkohl, was immer sie in die Krallen kriegen. Wir behaken sie mit unseren festen Verteidigungskanonen. Aber von dem Dreckszeug gibt es endlos viele. Ich bin ein guter Schütze. Ich könnte Ihnen vielleicht mit den Pijacks behilflich sein. Nur zu. Mit der Konsole da draußen können Sie die Geschütze kontrollieren. Wenn Sie die Pijack-Population dezimieren, gebe ich Ihnen einen Rabatt. Viel Glück dabei. Ich muss gehen. Wie Sie wollen. Okay. Mit welcher rentiert sich das überhaupt? Munition für schwere Waffen. Nee. Okay, was kostet die? Erhöht die Schilde um 5%. Todesmaske. Verhandlungsbonus von 10%. Okay. Gesundheit um 5%. Und ein Schildgurt. Aber ganz ehrlich, die sind eigentlich nicht teuer. Wo ist die Verteidigungssteuerung? Die ist da unten. Jetzt schauen wir mal ganz kurz zu der Verteidigungssteuerung. Eines der Kinder. Vielleicht kann ich ja ein bisschen was wegholzen. Ich glaube, es hatte meine Augen. Gruppenkampf. Wettannahme. Nee, wetten will ich nicht. Wetten tun nur die Deppen und die Fetten und die Bauern, die kein Geld haben. Mal sehen, was der Mensch drauf hat. Okay. Mit Leertaste feuern sie. Nein, tue ich nicht. Wartet, ich habe mir das umgestellt. Sie haben verloren. Nochmal. Sehen Sie nur, wie Sie rennen. Okay, das probieren wir jetzt nochmal. Okay, den hier kriege ich auch. Okay, ein paar Viecher töten, wieso nicht? Okay, das ist echt schwul. Wie viel habe ich denn jetzt schon getötet? Komm schon. Puh, Welle abgewehrt. Okay, das sind hier Wellen. 15! Ja, leck mich fett am Arsch. Okay. Komisches Spiel. Sehr, sehr eigenartig alles. Ja, kann man mal machen. Sehr, sehr eigenartig hier. Okay, noch eine Welle abgehalten.
Wie viele Wellen muss ich denn? Jetzt kommt schon, ich habe darauf echt keinen Bock. Eigentlich habe ich darauf gerade überhaupt keinen Bock. Einer ist durchgekommen. Zwei tot. Ach, was für ein Glücksviech. Und irgendwie, das mit dem Feuern funktioniert nicht so richtig. Okay. Naja, das war jetzt eigenartig. Keine Ahnung, ob man das irgendwie hätte gewinnen können, aber irgendwie uncool. Das Kind, mein Sohn. Ich laber jetzt nochmal mit dem Kerl hier. Der Mensch ist wieder da. Diesmal mit mehr Credits, will ich hoffen. Ach, komm. Was haben Sie auf Lager? Größtenteils Lebensmittel und Getränke. Ja, komm. Außerdem habe ich noch. Schauen Sie sich ruhig in meinem Kiosk da drüben um, wenn Sie etwas kaufen möchten. Ich muss gehen. Sie wollen. Alles klar. Ich kauf den Scheiß jetzt einfach. Das will ich nicht. Munition für schwere Waffen. 45 Munitionskapazität. Das könnte nützlich sein. Das hier kaufen wir. Das kaufen wir. Kaufen wir. Ich meine, Kohle haben wir echt genug, Leute. So. Das Fleisch, das kann er sich behalten. Gut, wo müssen wir hin? Den Frauenclan um das Recht der Elternschaft bitten? Commander. Dann reden wir mal mit dem Commander. Wozu sich mit Politik rumärgern? Du weißt, dass du einen Sohn hast. Das reicht doch nicht. Komm schon, lass mich. Geben Sie mir einen Grund. Was wollen Sie, Mensch? Rex hat gesagt, ich soll höflich sein. Aber er hat nicht gesagt, dass Sie mich ansprechen würden. Sie sind also verantwortlich für Erdnats Kundschafter. Wozu die Zeitverschwendung auf Ungeziefer zu schießen? Munition ist das Einzige, was hier auf Tuchanka nicht knapp ist. Als Commander der Kundschafter muss ich ein Vorbild sein. Außerdem fallen die Drecksviecher über die Lebensmittelvorräte her, wenn sie zu viele werden. Und das geht gar nicht. Ist hier viel los? Genügend. Varen überall und Schlangen in jedem Wasser, das man bedenkenlos trinken könnte. Rex hat Waffenstillstandsabkommen mit einigen Clans geschlossen. Aber ich muss trotzdem patrouillieren. Das macht es leichter, sich daran zu halten. Was macht ein Kundschafter-Commander denn so? Wir finden raus, wo die Feinde sind, und dann lassen wir sie denken, dass wir zu viele wären, um sich mit uns anzulegen. Manchmal bedeutet das, dass wir ihre Grenzen überschreiten und den einen oder anderen Generator lahmlegen müssen. Ein andermal spielen wir Verstecken. Wir hinterlassen jede Menge Spuren und gaukeln größere Mannstärke vor. Dann überschreitet also jeder Clan auf Tuchanka die Grenzen der anderen Clans? Grenzen? Das hier ist Tuchanka. Hier werden Grenzen durch die Reichweite der Feuerwaffen festgelegt. Wir sind, was wir sind, Mensch. Würden wir nicht auf sie schießen, würden sie uns nicht ernst nehmen. Das ist keine Aufklärung, sondern Sabotage. Aber wenn man ein paar von ihnen in die Luft gesprengt hat, kann man sie viel besser zählen. Jeder weiß, wo Earthnaut ist, Mensch. Wo sollten wir uns denn verstecken? Haben Ihre Lagerhäuser keine automatischen Verteidigungsanlagen? Wozu? Die Hälfte von dem, was wir essen, ist ohnehin Ungeziefer. Und wenn wir Verteidigungssysteme in die Finger bekämen, würden wir damit bestimmt kein Getreide schützen. Wir haben Waffenlager, um die wir uns kümmern müssen. Außerdem sind da ja auch noch unsere Frauen und Kinder. Ihre Feinde greifen Zivilisten an? Einfacher kann man einen Clan nicht ausschalten. Frauen und Kinder können zwar auch kämpfen, aber wenn ein anderer Clan es auf sie abgesehen hat, sind sie immer in der Unterzahl. Wenn Frauen und Kinder sterben, hat ein Clan keine Hoffnung mehr auf eine Zukunft. Er zerfällt. Wir machen sowas nicht. Befehl von Rex. Auch wenn wir dadurch eine Schlacht verlieren. Auf Zivilisten wird nicht geschossen. Danke für die Information. Wenn Sie meinen. Okay, das war jetzt nicht der, mit dem wir reden sollen. Mit wem sollen wir denn eigentlich reden, verdammte Axt?
Das will ich nicht mehr. Okay. Zurück. Mein Varen ist hungrig. Ja, dein Varen kann mich am Arsch lecken. Mechaniker? Nichts anfassen. Sehe ich aus, als hätte ich Zeit für einen Plausch? Ich muss arbeiten. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht. Er wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Verraten Sie mir mal, wie ein Tonka ohne Ansaugstutzen laufen soll. Irgendeine Idee, wo ich einen Ansaugstutzen herkriege? Ich kann natürlich einen herstellen, wenn Sie mir 3 Tage Zeit und ein Fass Rhönkohl geben. Der, den Sie verloren haben, liegt vermutlich noch irgendwo da draußen rum. Das Ding aufzusammeln und zurückzubringen, ist wohl zu viel verlangt. Ich gehe raus ins Feld. Wenn ich einen Ansaugstutzen sehe, bringe ich ihn mit. Das würde mir einen Haufen Arbeit sparen. Vielleicht brächte es sogar mein sonniges Gemüt zurück. Ich habe bei den Kroganern noch nie einen Mechaniker gesehen. Glauben Sie, wir entführen Quarianer und lassen Sie die harte Arbeit machen? Nein, das haben wir aufgegeben. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Okay, was für ein Vogel, hey. Also die sind hier echt alle steck drauf. Na gut, ich glaube mal zum Schamanen müssen wir. Aber da das jetzt eh schon eine absolut strange Folge ist, ziehen wir das jetzt hier komplett durch. Diese Kroganer sterben nicht aus. Trotz allem machen sie einfach weiter. Ich wünschte, ich hätte dieses Durchhaltevermögen. Tja, wünschte ich auch. Aber zum Glück brauche ich es nicht. Ah. Oh. Oh. Schauen wir mal, vielleicht kann ich den hier überzeugen. Wer sind Sie? Ich bin Fortek, oberster Forscher aller Wissenschaften für den Erdnot-Clan. Und ich habe keine Zeit für Ihre stümperhaften Fragen. Ich werde Ihre wertvolle Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Meine Arbeit ist in der Tat überaus wichtig, Mensch. Natürlich ist sie das. Ich bin sehr wissbegierig. Ich habe schon viel über die Genialität der kroganischen Wissenschaft gehört. Endlich versteht es mal jemand. Ich schwöre, ich bin hier mitten unter hirnlosen Pijacks. Tummle mich unter Wilden. Dabei bin ich der oberste Forscher. Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. Ich war dabei, die größte und beste Angriffswaffe aller Zeiten zu bauen. Der Planet hätte gebebt. Aber der neue Clanführer vergeudet meine Zeit mit banalen Forschungsaufträgen. Genmanipuliertes Getreide, medizinische Neuerungen. Das Zeug können wir doch von den Salarianern kaufen. Von den Salarianern? Den Entwicklern der Genophage? Na klar. Was sollten uns die Salarianer jetzt noch antun? Unfruchtbarer können wir nicht werden. Das heißt, Moment, vergessen Sie es. Sie sind wohl ein Wissenschaftler. Ich war mal ein Wissenschaftler. Ich habe Waffen entworfen. Heute verschwende ich meine Genialität an Banalitäten, an Dinge, die nicht explodieren. Mein Vorgänger meinte, dass niemand den wahren Wert meiner Arbeit begreifen würde. Schon als ich meine Klinge aus seiner Brust zog, wusste ich, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Effektive Zusammenarbeit unter Forschern stelle ich mir aber anders vor. Mir egal, wie Sie sich das vorstellen. Für uns ist es wichtig, das Hergestellte auch zu benutzen, anstatt es nur herzustellen. Die Arbeit ist erst dann erfolgreich, wenn sie den Boden bereits zum Zittern gebracht hat. Viel Spaß bei Ihrer Forschungsarbeit. Ja, ja, gehen Sie weiter. Okay. Ich will jetzt erstmal hier den... Den habe ich jetzt mal erschlagen, alles klar. Ja, scheinbar kriege ich hier keinen. Boah, Leute, ist das teuer. Also ich könnte hier, glaube ich, gerade mein ganzes Geld weglassen. 90.000. 150.000. 210.000. Und 270.000. Ja, ich könnte mein... Ich könnte mein ganzes Geld hier lassen. Also Sturmgewehrschaden, das finde ich schon sehr geil. Das kaufe ich auch. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Und das hier? Hm.
Ja, 90.000 ist halt schon verdammt viel, Leute. Schrotflinten, also die zwei Sachen, die sind mir eigentlich egal. Nee, nee, das ist mir zu teuer. 90.000 ist mir jetzt gerade echt zu teuer. Und der knurrt. Ja, ist ja gut. Ruhig, Brauner. Die Dinger würden länger halten, wenn sie nicht in ein falscher Schritt scheppert. Ja, ja. Wenigstens kennen die alle meinen Namen. Okay, schauen wir mal nochmal kurz auf die Map. Da oben ist der Thron. Okay, wie komme ich da hoch? Mann, ist das hier... Das ist ein abgefuckter Planet. Das ist unglaublich. Okay, ich könnte hier zum Schaman. Halt. Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Erdnord-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Entschuldigen Sie mich. Ich dachte... Shepard! Mein Freund! Für einen Toten sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmer nicht gegenseitig umbringen. Ha! Sie haben den Aufstieg von Erdnard erst möglich gemacht. Würmer war der Wendepunkt für die Kroganer. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erdnard zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Ich habe einen Krogan in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Ersatz für mich, was? Nun, ich kann erst sagen, was mit ihm nicht stimmt, wenn ich ihn sehe. Bringen Sie ihn beim nächsten Mal mit. Der Außenwelt-Varan hat sich vermutlich irgendwas Schwaches von den Menschen eingefangen. Klingt, als hätten Sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind. Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. Sie bedrohen alles, was uns stark macht. Es wird keinen Bestand haben. Mag sein. Aber bis dahin sollten Sie sich glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein. Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst. Wir schlichten Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen. Was halten die Frauen des Erdnott-Clans von diesem Plan? Es war die Idee der Anführerin unseres Frauenclans. Das neutrale Gebiet ist sicher und bewegt andere Frauenclans dazu, sich mit uns zu verbünden. Angriffe auf Erdnott gefährden jetzt die Frauen aller Clans. Selbst Clans, die mich gerne tot sehen würden, werden den Erdnott-Clan verteidigen. Da haben Sie sich einiges vorgenommen. Wie läuft's bis jetzt? Besser als befürchtet. Schlechter als erhofft. Das muss ein Ende haben.
Sie gehen gegen alles vor, was uns stark macht. Klingt, als würden sie sich nicht allzu viele Freunde machen. Traditionalisten wie Uwenk sind wie Varen in Ketten. Immer kämpfen sie und bewachen ihr lächerliches Stöckchen im Boden. Wenn der Rauch sich verzogen hat, pflanze ich unsere Flagge auf ihren Leichen auf und versammle die übrigen um ein neues Kroganer-Zentrum. Ich hoffe, für ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Aber zurück zum Grund meines Hierseins. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanka zu machen, aber sie sind eine Ausnahme. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Ich muss gehen. Wir besprechen das ein andermal. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Tuchanka ist nicht so sicher und gemütlich wie Pharos und Ilos. Okay, Rex. Cool. Jetzt wissen wir auch, was mit Rex passiert ist. Interessant. Und das konnten die nicht herausfinden, dass er der neue Anführer hier ist. Interessant. Jetzt quatschen wir noch kurz nochmal mit diesem Vogel da hinten. Noch ein Sieg in der Grube und ich gehe in den Ruhestand. Was wollen Sie, Mensch? Sie brauchen zu viel Platz. Ich suche einen Salarianer. Das Bloodpack hat ihn gefangen genommen und er wurde zuletzt hier in der Gegend gesehen. Ich habe von dem Salarianer gehört. Armer Kerl. Wenn's das Bloodpack war, dann hat ihn jetzt der Werelock klar. Ich habe einen meiner Kundschafter hingeschickt, um die Sache zu überprüfen, aber er kam nie zurück. Vermutlich haben sie ihn auch erwischt. Der Chief hat gesagt, ich soll ihn einen der Trucks geben. Folgen Sie einfach dem Highway bis zu Werelocks Basis, wenn Sie den Mumm haben, gegen ihn und das Bloodpack anzutreten. Was können Sie mir über die Basis des Werelock-Clans sagen? Meiner letzten Information nach hat der Clan sich in einem alten Krankenhaus verkrochen. Ich habe es allerdings persönlich nicht gesehen. Ich kenne den Werelock-Clan nur aus der Entfernung. Etwas näher und ich hätte das Feuer eröffnet. Wenn Sie da rein wollen, sollten Sie schwere Waffen mitbringen. In Werelocks Basis gibt es jede Menge Bloodpack. Das klingt nicht nach einer guten Verteidigungsposition. Warum haben Sie sich dort verkrochen? Jedes Krankenhaus auf Tuchanka muss so stabil gebaut sein, dass es einer Gruppe wild gewordener Kroganer standhält. Kroganer-Krankenhaus. Wenn wir wegen einer Wunde auf die Sekundärorgane umschalten müssen, wird's heftig. Höhere Denkprozesse werden dann nicht immer einwandfrei umgesetzt. Blutrausch nennt man das. Irgendeine Ahnung, was Sie mit dem Salarianer anstellen? Ich nehme an, Sie wollten ihn foltern. Nur um ihn zu töten, hätten Sie ihn nicht nach Hause mitnehmen müssen. Das macht doch Dreck. Vielleicht hat er das Bloodpack verärgert und Sie haben ihn für eine Spezialbehandlung hergebracht. Mir völlig schnurz, was Sie mit ihm machen. Ein Alien weniger auf Tuchanka. Sie scheinen nicht sehr viel für Aliens übrig zu haben. Jetzt machen Sie sich mal nicht ins Hemd. Wenn ich vorhätte, Sie umzulegen, wüssten Sie es schon. Rex glaubt, wir müssten das kroganische Volk einen. Ich halte das für unmöglich, solange Außenweltler sich einmischen. Aber mich fragt ja keiner. Was für einen Ruf hat der Werelock-Clan? Und was ist seine Verbindung zum Bloodpack? Harte Kerle. Und längst nicht so freundlich wie wir. Sind Sie dem Bloodpack je begegnet? Eine Söldnertruppe, gegründet vom Werelock-Clan. Eine der wenigen Gruppierungen, die es auch auf anderen Welten gibt. Das sind Fanatiker. Werelock galt hündisch ergeben. Was auch immer Sie mit Ihrem Salarianer angestellt haben, galt steckt dahinter. Was ist so besonders an Gold? Er hat zwei Kinder. Eins davon ist ein Mädchen. Manche glauben, auf ihn wartet ein großes Schicksal. Aber ich nicht. Ich hatte einen Cousin, der 20 Spiele Quasar hintereinander gewonnen hat. Das Schwein hat echt immer Glück. Ich würde meinen Cousin ja fragen, ob er mir was leiht. Aber ich will ihm keine Loyalität schwören müssen.
Glück, mehr ist das nicht. Und das gilt auch für Galt. Danke für die Information. Gerne, wenn wir dadurch die verdammten Außenweltler loswerden. Sie können den Truck da drüben nehmen. Brauchen Sie sonst noch was? Wir reden später weiter. So, den Truck, den nehmen wir beim nächsten Mal. Aber nicht mehr heute, wir machen jetzt hier echt einen Cut. War eine eigenartige Folge. Ich hoffe, ihr hattet nichtsdestotrotz Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Hast du diesen Bericht im Extranet gesehen? Dieser Müll fühlst dir. Wir schauen jetzt mal ganz kurz hier hoch. Du solltest lieber. Schreiß dich in Stücke! Okay, hört sich nach einer echt freundlichen Gegend an. Was haben wir hier noch? Nicht mal den Mummes zu verlieren. Galaktische. Nein. Nee, aber ich denke, wir machen jetzt hier wirklich einen. Nicht den Botschafter bedrängen. Ja, ich bedränge hier niemanden. Vorsicht, Mensch. Okay, meine Freunde. So, wir machen jetzt hier wirklich einen Cut. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin.